Welche Schlussfolgerung ergibt sich daraus, aus der Erkenntnis, dass diese Simulation des Todes, der Vernichtung, der Aussichtslosigkeit, Vergeblichkeit, Verlorenheit, Ausgestoßenheit, an dem sich das Bewusstsein aufschäumt, und sich sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass all das, was ich, mein Universum, mein Erleben, mein Erleiden, dem Verwurf der vollständigen Auslöschung unterliegt, um dann im Aufschrecken aus dem Schlaf die andere Seite zu befördern, nämlich das Losmarschieren auf die Wiedermöglichmachung gegen die Unmöglichkeit. Das Wiedererzeugen des Tagtraums, der Resurrektion, der Wiedererneuerung, um den Zyklus zu vollenden. Und dazwischen das Bewusstsein, das sich zwischen unmöglicher Unmöglichkeit und wieder möglich gemachten nicht aufhört, schreiben zu sollen. In Analogie dazu die organischen Verhältnisse, dass an dem Ort, an dem nichts ist, an dem der die Plattitüde, die Flachheit, die Oberflächlichkeit und darunter das Loch, die Hohlorgane, die neue Transformierungs-, Umwandlungs-, Schwarzloch-Ringgeneratoren sich aufhalten mit der Aufforderung, diesen Abgrund erneut aufzufüllen, um den zyklischen Durchgang zu vollenden, sowie eben auch diese Simulation des Unmöglichsten, des Todes, des Dings, das Aufschrecken inszenieren, um sich wieder in die Welt hinaus zu begeben, den Kairos am Schopf zu packen und die Durchgangsschleife zu vollziehen zwischen Vernichtung, Nichtigung, Leere und dann wieder Auffüllung und dann wieder tagtraumartigen Verschlafen in den Fürsorgen, in den Versorgungen, in den Besorgungen. Besorg's mir aber auch so richtig, wenn dann schon. Welche Schlussfolgerungen zieht man daraus, wenn dies nur inszeniert ist, diese Polarität?
um die Drittveränderungsimperative zu akzelerieren, zu promovieren, zu reinkarnieren, ins Werk sich setzen zu machen, beschleunigt, hochgespannt, durch den unsäglichsten Terror mit den maximalsten Energien der Flucht oder des Angriffs versehen, ist das dann das Verhältnis des wirklichen Realen, des wirklichen Todes gegen das wirkliche wieder neu existieren? Ist das das Verhältnis von Eros, Thanatos zur Entropie? Oder ist das nur eine Seite, die vom Rhizom als Struktur inszeniert wird? Und die andere Seite des wirklichen Realen hat damit nicht das Geringste zu schaffen.